Route 2009. Litauen, Ratspräsident der Europäischen Union, ein stolzes Land mit erbärmlichen Straßen. Die Verwaltungsstadt Kėdainiai im Zentrum Litauens wird von den Bewohnern einiger Ortschaften, allen voran Vainikai, nur durch einen Schotterweg erreicht. Diesen kann man aber bestenfalls als Forstweg bezeichnen. Den Bewohnern dieser Ortschaften wird allerhand zugemutet. Einen Besuch eines westlichen Landes erscheint eine solche Straße als Scherz oder man glaubt im tiefsten Sibirien zu sein. Kein Gedanke kommt auf, dass man sich hier in einer Republik der Europäischen Union befinden soll. Schon erstaunlich, wo die vielen Gelder aus Brüssel verschwinden oder vernichtet werden. Jetzt lasse ich Sie aber mit den Eindrücken aus Litauen alleine und konzentriere mich, um mir wenigstens das Genick nicht zu brechen, wenn schon das Fahrgestell des Autos vielleicht den Geist aufgeben wird.